Und das war's schon wieder. Bis Bonsoir, nächste Woche. Monsieur Süß. Voulez-vous? Oh, sprachgewandter, Sie reden in fremden Zungen. Oui, oui, das heißt, ja, ja, auf dem, seit ich auf dem Gipfel war, also mich getroffen habe zum Gipfel mit meinem alten Dutzfreund, dem Nicolas Sacrati, Sacozzi, der mit der Bruni halt in Paris. Ja, ja, von der Männerfreundschaft, da habe ich schon gehört. Aber ist denn da auch was rausgekommen bei diesen Gesprächen? Ja, natürlich, Herr Süß. Das europäische Volk, also wir alle, wollen, dass ich noch bis 2010 weiter abbaue, um dann wegzutreten, abzugehen. Also das Büro sozusagen zuzumachen oder wie ich bereits in Paris betont habe, ich will der Sache dienen, ich will kein neues Amt mehr. Wer möchte gehen? Magst oh mein Gott, Herr Stoiber, passen Sie auf. Gleich gehen mit mir. Herr Stoiber, das ist der. Ich komme aus der ewigen Allweisheit und bin gesandt, dich zu geleiten zum ewigen Platz. Keine Angst, Herr Süß. Halten Sie sich daraus. Mit dem werde ich schon fertig. Eines will ich hier klarstellen, guter Mann. Die Weisheit ist ein Löffel, den nicht Sie gefressen haben, sondern ich. Außerdem bin ich derzeit noch unbekömmlich, unverzichtbar. Denn wie habe ich in Paris bereits betont, Europa muss weiter abgebaut werden. Sie meinen sicher die Bürokratie? Du schweigst jetzt. Und wenn ich dir sag, Edmund, dass es dir aufgesetzt ist, kommst dann mit. Dein politisches Leben währet jetzt schon 30 Jahre. Ja, wo wollen Sie ihn denn hinbringen, um Gottes Willen den dorthin, Herrn? Wo sie alle sind, die du einst gerichtet hast, Edmund. Der Sauter, der Gauweiler, der Beckstein, alle. Und gestern erst habe ich den Huber geholt. Der war aber kein so ein zacher Hund wie du, das sage ich dir. Aber vielleicht, wenn ich dir einen Kirschgeist einschenke, dass du dann mitkimmst. Also da muss ich Sie darauf aufmerksam machen, dass nach § 2 Absatz 1 des Bayerischen Gaststättengesetzes der Ausschank und Verzehr brandweinhaltiger Spirituosen nur von Betreibern von Gaststätten gestattet ist. Was? Ja, genau. Und da Sie offensichtlich weder im Besitz einer beurkundeten Schanklizenz, ich wusste nicht, dass Sie, geschweige denn eines gültigen amtsärztlichen Hygieneschein sind. Aufhören! Das hält ja nicht einmal der Tod selber aus! Genau, und außerdem trinkt er ja nie einen. Das habe ich zumindest noch nie gesehen, dass es sowas geben wird. Also, bis nächste Woche, Edmund, zur selben Stunde. Da sehen wir uns wieder. Also bis dahin, da bin ich längst zurück in Brüssel, Monsieur. Na dann, gute Nacht.